Wie läuft eigentlich so eine kostenfreie Potenzialanalyse, beziehungsweise wie läuft eigentlich ein Analysegespräch bei uns ab und wie läuft das Beratungsgespräch dahinter bei uns ab? Das ist eine Frage, die uns immer mehr Leute stellen und die wollen wir jetzt mal in diesem Video beantworten. Viel Spaß dabei. Ja, wie läuft eigentlich so ein Analysegespräch ab und was kann ich auch aus so einem Strategiegespräch eigentlich, aus so einer Strategieplanung erwarten? Was kann ich da bekommen? Letztendlich ist es ja so, wir arbeiten ja mit über 700 Partnerbetrieben zusammen, ne, und haben da einen riesigen Erfahrungsschatz aufgebaut und das, was wir mit unseren Partnerbetrieben machen vorher, ist ja, dass wir vorher immer ein Analysegespräch machen, ja, ne, und dann eine Strategieberatung. Und Alex ist ja quasi der Leiter auch des Strategieteams, ne, und der ganzen Strategieberatung. Und deswegen habe ich ihn mir einfach mal jetzt hier geschnappt und wir schauen uns mal das Ganze an, was du dabei auch rausziehen kannst, wenn du einfach so ein Gespräch dir bei uns buchst, was du davon erwarten kannst, welche Vorteile du davon hast und wie das dein Handwerksbetrieb oder deinen Fachhandel weiterbringen kann. Und Alex, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, Analysegespräch, was heißt das eigentlich, was kann ich da eigentlich erwarten? Ja, genau, also wir haben ja das Ziel im Analysegespräch rauszufinden, Punkt 1, was ist überhaupt für ein Potenzial da in der Region für den Betrieb mit dieser Positionierung, mit dem, was er schon macht? Ja. Und was sind die Hauptpunkte, die wir angreifen müssen, ja, im nächsten Gespräch, um den Betrieb möglichst zu seinen Zielen auch zu bringen? Das ist ja die Idee. Ja. Und in so ein Analysegespräch schauen wir uns dann zum Beispiel an, was ist gerade der durchschnittliche Kundenwert? Gibt es eine Positionierung? Ja. Wie werden die Kunden angesprochen? Was sind das für Kunden, die angesprochen werden sollen? Bei Mitarbeitergewinnung das Gleiche. Was sind die Mitarbeiter, die angesprochen werden sollen? Ja. Was müssen die für Qualifikationen mitbringen? Was müssen die können? Und dann schauen wir uns wirklich einmal, wir haben da so eine Intelligenz dahinter, so eine künstliche Intelligenz quasi, genau, die uns dann sagt, okay, so und so sieht das über diese Faktoren in der Region aus. So und so viele Leute kann ich da abholen, so und so viel kann ich da erwarten tatsächlich. Ja, ne? Das heißt, du bekommst da richtig konkret eine Zahl, genau, an die Hand. Ne? Ja. Genau, und darauf basierend entscheiden wir dann auch, macht es Sinn, dir ein Strategiegespräch zu vereinbaren oder macht es keinen Sinn? Ja. Es ist tatsächlich so, dass in den Gesprächen, die wir führen, es auch wirklich, kann man so sagen, 50-50 am Ende ist. Also 50% der Leute, sogar ein bisschen mehr, ich glaube so 60-70% der Leute, die dieses Gespräch am Anfang buchen, da sagen wir denen auch ganz ehrlich am Ende, hey, guck mal, da kann man theoretisch was machen, aber da müsste das und das und das noch geändert werden. Und wenn du dazu bereit bist, die und die Sachen anzupacken, dann kriegen wir es auch hin, deine Ziele zu erreichen. Wo die dann auch sagen, ja, möchte ich machen, aber vielleicht erst in ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Mhm. Ne? Und dann ist das wirklich auch noch kein Strategiegespräch. Dann bleibt es erstmal bei dem Analysegespräch, wir melden uns später nochmal. Ja. Die anderen 30-40%, je nachdem, ne, schwankt natürlich immer ein bisschen, sagen dann wirklich, ja, okay, das ist perfekt, das passt genau zu mir. Wir sagen auch, von unserer Seite passt das, wir können dir wirklich helfen. Wir machen auch mit keinem Gespräch, wo wir von Anfang an nicht sagen, wir können dir wirklich helfen. Ja. Also wenn ich eine Region habe, da gibt es nur 5 Leute, ja, die in dem Bereich arbeiten und davon hat er schon 4. Ja. Und der 5. ist ein Konkurrent, der sich irgendwie selbstständig gemacht hat. Dann brauche ich da jetzt keine Werbung für schalten, weil die kriege ich eh nicht. Ne? Ja. Und das gucken wir uns schon am Anfang an, aber wirklich zahlenbasiert. Du wirst feststellen, das sind überraschende Zahlen. Also es ist oftmals 3-4 Mal so viel in der Region, wie du jetzt selber schätzt. Weil du kennst ja nicht jeden. Das kann ja gar nicht sein, dass man jeden kennt. Und wir haben auch noch andere Wege, an die Leute ranzutreten. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt feststellen, okay, das passt soweit, wir können dir wirklich helfen, das passt von dem Unternehmen, wie es aufgestellt ist, das passt auch menschlich zueinander, das ist auch uns ganz wichtig, dann machen wir eine kostenfreie Strategieberatung mit dir aus nach dem Analysegespräch. Wie läuft das dann ab? Ne? Ja. Ganz simpel. Also, oder, was halt ganz cool ist, beziehungsweise was man vielleicht auch nochmal erklären kann, ist wirklich, dass das jetzt kein Strategiegespräch oder so ein Gespräch von der Stange ist oder so, weil unsere Strategieberater setzen sich wirklich jeden Morgen hier hin, besprechen gemeinsam sozusagen die Strategien, die sie sich für die jeweiligen Betriebe sozusagen ausgearbeitet haben, ne, und die dann an dem Tag sozusagen besprochen werden, auch mit den Partnerbetrieben, ja, oder mit den Interessenten zumindest. Und das ist meiner Meinung nach auch so ein, von uns aus einfach auch so ein, ja, das ist einfach unser Qualitätsanspruch, ne, dass wir auch wirklich mit allen Strategieberatern das besprechen und dann auch wirklich echte Beispiele mitbringen und auch Beispiele von anderen Fachbetrieben, ne, dir zeigen. Das heißt, wir haben einen Erfahrungsschatz von über 700 Projekten und wissen da natürlich genau, was funktioniert und können dir das dann eben zeigen. Aber das kannst du vielleicht nochmal ganz genau erklären. Ja, genau. Also das Ziel ist tatsächlich, dass du wirklich ein Gespräch bekommst, das auf dich zugeschnitten ist, auf deine Situation, auf deine Besonderheiten, auf deine Branche, auf deine Unternehmensgröße. Ja. Und dadurch, dass wir mittlerweile sogar 800 Partner, Marvin, da hast du noch die Zahlen von vor 2 Monaten, dadurch, dass wir mittlerweile 800 Partner haben und natürlich locker, kannst du dir vorstellen, mit 5 bis 6 Mal so vielen auch schon Analysegespräche hatten, ne, ich sag mal 5-mal so vielen ungefähr und wahrscheinlich auch doppelt so viele in Summe beraten haben, ne, weil auch nicht bei jedem entscheiden wir uns am Ende, hey, wir machen was zusammen oder entscheidet sich, wir machen was zusammen, das ist klar, aber dieses Gespräch ist wirklich auf dich zugeschnitten, da kannst du dich drauf verlassen, es setzt sich ein Experte mit dir zusammen, der hat sich auf das Gespräch vorbereitet, der weiß, was abgeht, der weiß, was du machst, der weiß, was die Hintergründe sind und das macht er nicht nur an dem Morgen davor, dass er so die Kontrolle nochmal verlieren, genau, sondern das machen wir wirklich an dem Tag davor. Ja, genau, ja. Also der Berater setzt sich da wirklich schon hin, der sieht, am nächsten Tag habe ich die Termine
okay, was sind die Anforderungen, was ist da das perfekte Beispiel, was passt perfekt? Und du wirst feststellen, wir haben, egal in welcher Branche du bist, egal welche Unternehmensgröße, egal welche Region, wir haben eigentlich immer passende Beispiele dafür, weil wir halt so viel Erfahrung schon gemacht haben. Und dann können wir doch genau zeigen, okay, so läuft das gerade, da musst du drauf achten. Und du wirst feststellen, dass es gar nicht so nur um die Werbung geht. Die Werbung ist natürlich der Hauptaugenmerk bei uns, klar, weil wir sind eine Werbeagentur letzten Endes. Ne? Es geht aber vor allem auch um die Strategie dahinter. Wie kannst du es denn schaffen, wenn du jetzt 20 Anfragen hast, daraus so wirklich 3-4 Aufträge zu schreiben, ohne dass da mega viel Zeit mit den anderen drauf geht? Wie machen das andere Partner? Ja. Das sind alles Methoden, die wir dir dann in die Hand geben in der Beratung, sodass wir wirklich sagen, okay, du hast jetzt das Unternehmen, das sieht so aus, hier fehlen dir noch ein paar Baustellen, um zu deinem Ziel zu kommen, und diese Baustellen füllen wir. Und das kann natürlich auf der einen Seite sein, du brauchst Anfragen, kann auch sein, hier im Vertriebsprozess empfehlen wir das und da empfehlen wir das. Und ob du das Ganze dann machst nach dem Gespräch, ist immer noch dir überlassen. Du zahlst auch kein Geld für. Wir sagen einfach, unsere Aufgabe, unsere Mission ist es, das Handwerk weiterzubringen, dafür zu sorgen, dass das Handwerk einfach effektiver wird, produktiver wird. Und das schaffen wir am ersten Schritt natürlich, dass genug Aufträge da sind, die auch lukrativ überhaupt geschrieben werden können schon mal. Ja. Weil ich sage immer, man kann im Endeffekt selbst als Top-Handwerker gar nicht mehr das rausholen, was teilweise im Vertrieb schon versaut wird. Mhm. Wenn ich von Anfang an eine Kalkulation mit einer Nullkalkulation reingehe, weil ich einen Auftrag unbedingt haben möchte, da kann ich mich auf den Kopf stellen, ich werde da keine 1000 Euro Marge rausholen. Das kriege ich dann einfach nicht hin. Das geht dann einfach nicht. Wenn ich von Anfang an mir genug einkalkuliere, dann kann sogar können sogar ein paar Fehler passieren und trotzdem verdiene ich noch 2000 Euro an dem Auftrag. Ja. Was ist da so das Feedback, was ja so nach den Gesprächen kommt? Also was schätzen die Leute besonders auch an diesen Gesprächen? Das Persönliche tatsächlich. Also wir gehen wirklich auf die Situation der Leute ein. Es ist nicht so ein Gespräch von der Stange. Klar, wir haben unsere Standards, wo wir sagen, die werden immer eingehalten. In jedem einzelnen Gespräch werden die eingehalten. Das ist mir auch wichtig. Ja, klar. Das ist ein Qualitätsstandard. Einfach, ganz simpel. Ja. Aber jedes Gespräch ist individuell. Und das ist auch, was die Leute uns sagen. Selbst die, die nicht bei uns Partner werden am Ende, weil die sagen, hey, super interessant, wir wollen das auch in einem Jahr starten, vielleicht jetzt noch nicht, kann ja auch mal sein. Selbst die schreiben uns danach teilweise noch eine Bewertung und sagen, super geiles Gespräch, super viele Dinge mitgenommen, super viele Dinge erfahren. Ja. Direkt ein paar Dinge, die ich jetzt auch umstelle bei mir im Betrieb, weil die einfach noch nicht ideal laufen. Ja. Warum sollte ich die weiterhin falsch machen, weil die anderen schon lange falsch gemacht haben und jetzt wir wissen, wie es besser geht. Ja. Aber viele sagen auch wirklich am Ende, hey, ich mach's, ich hab da Bock drauf, ich will das jetzt starten, weil ihr gebt mir den Schritt-für-Schritt-Plan an die Hand. Ich muss im Endeffekt nur noch, letzten Endes, der Elfmeter liegt da auf dem Punkt, ne? Ich muss hier nur noch ins leere Tor kicken. Ja, so ist es am Ende. Ja. Na, und ob du das dann sagst, ich kick den jetzt selber rein, leg mir den selber dahin, ob du sagst, wir sollen den Ball noch für dich hinlegen, das ist dann ja dir überlassen komplett. Ja. Ne? Ich empfehle immer, die komplette Lösung zu machen, einfach aus dem Aspekt, weil es für dich halt Zeit spart. Ja. Ne? Du bist Handwerker, du bist kein Marketer. Ja. Also warum selber abwickeln? Aber entscheidet jeder selber und wir sind auch nicht böse. Was ich halt auch cool finde, ist, wie transparent das eigentlich auch ist. Ja. Ne? Weil wir zeigen dir dann wirklich Zahlen. Echte Beispiele. Realistische Zahlen, ne? Letzten 30 Tage, letzten 90 Tage, wir zeigen, das ist eine Kampagne, die aktuell wirklich so läuft. Ja. Das hat er ausgegeben, die hat er erreicht, das hat er abgeschlossen. Ja. Das siehst du sonst bei keiner Aktivität. Jetzt hängt ja auch Bilder von der Kampagne. Ja. Bilder, Texte, du siehst also alles Mögliche, was du sehen musst, um am Ende beurteilen zu können, ob das was für dich ist. Genau, die Seiten, wo die Leute drauf landen, wir erklären, was dahinter passiert. Das ist wirklich sehr, sehr transparent, weil mir geht es darum, ich will gar nicht, dass du verstehst, was wir im Hintergrund machen. Ich habe zumindest, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was kaufst du da eigentlich? Wie läuft diese Struktur generell ab? Du musst dich im Detail verstehen. Erwarte ich gar nicht. Ja. Hat für uns Jahre gedauert, das zu verstehen. Erwarte ich nicht. Aber du sollst zumindest wissen, was du, wenn du das Ganze machst, am Ende, wofür du dich entscheidest oder wogegen du dich entscheidest. Also wir machen im Prinzip einmal die komplette Motorhaube auf. Ne? Ja. Du kannst reingucken, sieht da alles sauber aus, sieht alles ordentlich aus und so weiter. Ich habe selber keine Ahnung von Autos. Ne? Ich kann nur sagen, sieht das alles gut aus. Und und dementsprechend so musst du dir das vorstellen. Ne? Wir zeigen wirklich alles. Du kannst dir ein komplettes Bild davon machen. Du kannst da ganz detailliert reingehen, Rückfragen stellen, wenn du irgendwas nicht verstanden hast oder so. Ne? Wird dir das alles im Detail nochmal erklärt. Und ich glaube, das ist so auch, habe ich das kaum woanders gesehen. Dass das so ist auch Feedback. Ist, ne? Also viele Partner haben sich auch schon mal woanders beraten lassen und haben, also ich habe noch nie das Feedback bekommen, dass eine Beratung woanders inhaltlich tiefer und transparenter wäre. Und das, darauf legen wir auch ganz groß. Du wirst auch sehen, der Berater wird dir auf jede Frage antworten. Du kannst wirklich alles Mögliche fragen. Er wird dir auf jede Frage antworten, die er seriös beantworten kann natürlich. Aber es wird nicht so sein, ja, das sagen wir dann erst später. Nein, sowas gibt es bei uns nicht, weil ich sage, du musst halt die Informationen an der Hand haben, dich entscheiden zu können. Ja. Na, und das ist uns einfach wichtig. Ja, cool. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, du hast einen besseren Einblick oder einen genaueren Einblick bekommen, was eigentlich das Analysegespräch und auch die Strategieberatung dann bei uns im Endeffekt bedeuten, wie das Ganze abläuft. Und ja, wenn du da Bock drauf hast, dann entweder hast du dich schon bei uns gemeldet dafür und wolltest dich jetzt nur informieren, wie das eigentlich abläuft. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann melde dich auch gern bei uns. Ne? Du findest hier überall die Möglichkeit dazu, die Links dazu. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg bei den Gesprächen und ja, vielleicht lernen wir uns dann auch persönlich irgendwann kennen. Bis dann. Ciao.